nicht. Das finde ich noch ein bisschen komisch. Dass manchmal da Arbeiter weg und dann mal mehr und dann wieder weg und. Fünf fehlende Kranke. Generator fährt herunter. Passt ja schon mal. So. Sind es 5,6 pro Stunde und hier wieso 11,2 pro Stunde? Generator fährt wieder runter. Oh mein Gott, wie? Hä? Ich kann hier nicht mehr tun. Geht einfach nicht mehr. Ich habe schon alles runtergefahren. Vielleicht kriegen wir ja da doch dann Arbeiter. Sind nicht länger verschollen und blinken von nun an können wir heute auf Essig. Die Leute herkommen. Ein Licht in der Finsternis. Unsere Stadt. Vermisste Expedition. Absturzort. Zahllose Zelte. Okay. Zur Stadt. Direkt zu Signalstation, um neue Einheiten einzusetzen. Spieler zur Sendung nötig. Okay, komm, wir schicken den dorthin. Wie lange braucht er? Zahllose Zelte. Wir können sich bewegende Personen ausmalen. Dazu müssen meiste Expeditionsmitglieder sein. Zehn Stunden braucht er. Der Generator ist halt aus. Die Leute jubeln, dass der große Beobachtungsballon in die Höhe steigt. Es ist eine große Leistung und alle sind stolz auf die Arbeit, die sie dazu beigetragen haben. Eine Reihe von Freiwilligen brennt darauf, im Forstland nach unseren vermissten Leuten zu suchen. Die Frau, die sich bei uns gemeldet hat, ist auch dabei.
Der Rest unserer Leute hat hier ein Lager aufgeschlagen, zur Erschöpfung weiterzugehen. Wir sollten unsere Stadt Überlebende erforschen. Wir betreten das Lager, das sich aus dem Schneesturm vor uns auftut. Aufgeregte Stimmen begrüßen uns. Dem allmächtigen Satank, ihr habt uns gefunden. Wir sind seit Tagen umhergewandert und hätten nicht weiterlaufen können. Wir fingen langsam an zu verhungern. Kinder und Erwachsene umringen uns, ihre Sachen gepackt und bereit aufzubrechen. Überlebende Eskatitsch, die übernehmen zur Stadt. Spieler machen sich ganz allein zu unserer Stadt auf. Es wird länger dauern und einige von ihnen könnten sterben. Spieler setzen sich geschwind in Bewegung, um die Überlebenden sicher in unsere Stadt zu bringen. Hauptsache Überlebende. Dann haben wir wieder mehr Leute. Oh, die brauchen wir ganz dringend. Verbrechen gewonnen, du hast einen Einwohner Wärme versprochen und du hast ein Versprechen gebrochen. Jawohl! Kannst du Speere gucken bei der Signalen zu? Wir haben mehr Leute! Wie kommen die da eigentlich runter? Also, es ist herzerwärmend. Familie nach so viel Elend wieder vereint zu sehen. Oh. Warum sollte es in der Nähe nicht noch andere Siedlungen geben? Die ersten Expeditionen haben London vor langer Zeit verlassen. Sie sollten sich inzwischen etwas aufgebaut haben. Sie werden uns bestimmt helfen, Fuß zu fassen. Wir haben Leute. So, wir haben Leute. Das heißt, wir schicken einmal alle hierher. Alle sollen einmal hierher, weil das. Wir müssen da schnellstmöglich. Den Ingenieur, maximal 15 Arbeiter. Okay, so, dann haben wir lauter Kranke. Wir lassen das einmal komplett aus und schalten den Generator dann, sobald es geht, an. Noch andere suchen unsere Leute, haben einen Pfad gefunden, an eine Wildnis führen. Wir sollten ihm folgen. Wir müssen andere Leute finden und sie um Hilfe bitten, zum Leben zu sichern. Machen wir gleich. So, den schicken wir mal. Robuster Schutzmauer, düstere Höhle, Absturzort. Einen Speer hin. Ups. Generator. So, wir brauchen Leute. Wir brauchen auf jeden Fall Leute. Und dann haben wir hoffentlich wieder genug. So, wie schaut's aus von der Wirtschaft her? Geht sich das jetzt aus? Ja, wir gewinnen genug. Wir gewinnen genug. Was ist jetzt? Was passiert jetzt? Suche nach anderen Städten. Mann aus Winterheim. Wir haben am Rande unserer Stadt einen erschöpften Mann gefunden. Er sagt, er komme aus Winterheim, einer Siedlung ganz in der Nähe. Und das wird der letzte Überlebende sein. Winterheim ist tot. Alle sind tot. Es gibt in diesem verfluchten Ödland keine Hoffnung zu überleben. Ihr seid alle dem Untergang geweiht. Ihr müsst fliehen. Das waren seine letzten Worte. Die Neuigkeiten haben alle in der Stadt schockiert. Wir sollten viele Siedlungen und Bautruppe sein. Menschen, die ein normales Leben von Generationen geheizten Häusern führen. Aber wir sind allein. Die Hoffnung selbst. Bis jetzt? Mann, so viele Zwischensequenzen. Ah je. Winterheim ist gefallen. Sie sind alle tot.
Wie sollen wir ohne jede Hilfe überleben? Wir müssen zurück nach London. In dieser Eiswüste gibt es keine Hoffnung für uns. Die Einwohner beginnen sich zu versammeln, als sich das Schicksal Windhams in der Stadt herumspricht. Einige wollen alles stehen und liegen lassen und nach London fliehen. Panik breitet sich aus. Wähle den Weg, oje. Die Leute sind aufgewühlt, Angst und Zweifel quälen sie. Sie haben die Hoffnung auf unser Überleben verloren. Die Verzweiflung könnte sie schnell zu leichtsinnigen Taten verleiten. Du musst sie durch eine gemeinsame Zukunftsvision vereinen. Entscheide jetzt, was ihnen ein Ziel geben und die Hoffnung wiederherstellen kann. Sonst herrschen in einer Stadt bald dieselben chaotischen Zustände, die auch Winterheim vernichtet haben. Ordnung und Disziplin, ein neues Gesetz wird mit verfügbar. Ordnung oder Glaube? Ordnung und Disziplin. Nachbarschaftswache. Wir müssen mobil machen und zusammenstehen, um den Einwohnern in Not zu helfen und sie vor Unruhestiftern zu schützen. Neue Gebäude. Wachtum. Wachtürme steigern die Hoffnung der Einwohner, die in der Nähe leben. Du musst 2 Wachtürme bauen. Listen, everyone. New law is signed. Okay. Wir können nur einen bauen. Einige Einwohner wollen gehen. Sir, Sie haben die Mehrheit der Einwohner überzeugt, aber die Hoffnung ist gering. Manche sind immer noch verängstigt, dass sie nach London fliehen wollen. Sie drohen damit, in 15 Tagen zu gehen. Die Londoner, deine Einwohner sind geteilter Meinung. Einige von ihnen sind so verängstigt, dass sie in 15 Tagen nach London fliehen wollen. Sie versuchen, andere zum Mutkommen zu überreden und nutzen deren Unzufriedenheit aus. Angst kann Menschen zu verzweifelten Taten verleiten. Erhalte den Frieden, gib den Leuten Hoffnung und bekämpfe die Unzufriedenheit, um die Stadt sicher durch die drohende soziale Krise zu führen. Tendenz steigend. Nicht funktionsfähig. Lagerkapazität erreicht, was? Für Kohle? Achso. Da brauchen wir hier mehr Leute. Auch aus. Nein, das geht nicht. Das sollte reichen. Jetzt haben wir noch ein paar Arbeiter übrig. Die haben es ja ganz gut eigentlich. Wir haben noch ein paar Unterpunkte. Brauchen wir schnell ein Zelt. Also geht nicht wegen Holz. Hast du jemand gehört? Irgendwie so ein Blutgeräusch. Oh, hoppala. Speer. Forschen. Ein Pfad zu einer Stadt. Der Unterschlupf ist komfortabel und mit Notverpflegung ausgestattet. Nimm schweren Runden
Neben einer schweren roten Tür befindet sich eine Nachricht an alle Wissenschaftler, wenn ihr irgendwelche Verpflegungen benutzt, vergesst nicht, den Quartiermeister bei eurer Rückkehr zur Stadt zu informieren. Also befindet sich noch eine andere Stadt hier draußen. In der Nähe des Weges befindet sich ein Schild, das in zwei Richtungen geht. In zwei Richtungen zeigt. Nehmt die Rohstoffe. Tagebuch lesen. Okay, das lesen wir jetzt aber nicht. Achso, das kennen wir ja. Okay, und jetzt? Muss er zurück, oder? Er sollte zurück. Kohle passt jetzt, aber Holz kriegen wir ein bisschen was. Nahrungsmäßig schaut es schlecht aus. Gesundheitsmäßig schaut es schlecht aus. Die sind alle aus, weil wir keine Leute mehr haben. Es ist außer Betrieb, weil es zu kalt ist. Wenn ich einen neuen Generator hier hinstelle, auch wieder. Er kommt da gleich zurück mit Rohstoffen, mit etwas Nahrung und jede Menge Holz. Das heißt, das Holz brauchen wir hier nicht mehr. Aber wir brauchen Stahl. Er ist gleich da. Jawohl. Oh, er ist zurück. So. Düstere Höhle. Das macht so viel Spaß, das Spiel. Das ist schon sehr geil. Okay, wir brauchen Zelt. So, dann mehr Nahrung. Das heißt, wir brauchen mehr Leute. Es verhungern hier zu viele. Und es sind zu viele schwer krank. Unsere Einwohner sind wütend über die Kälte in den Untergründen. Sie haben sich versammelt, um dagegen zu protestieren, dass das Herleib oder ignorieren. Beheizen wir einige Untergründe, beheizen wir alle Unterkünfte. Wir sind doch beheizt. Erträgliche Lebensbedingungen in den Unterkünften. Muss ich da zwei hinstellen? Sollte es ja wärmer sein, oder? Wieso wird es hier nicht wärmer? Es sollte hier ja jetzt viel wärmer sein.
die Straße. Okay. Obergrenze 1. Wärmeisolierung minus 2 wegen Wetter, plus 1 Wärmezone und plus 1 Gebäudeisolierung. Das ist die Wärmezone. Heimsuchung. Wir können aus der Höhle ein wenig weiter oben auf den Hügel schreckliche Schreie vernehmen. Als wir die Höhle erreichen, sehen wir uns einigen Polarbären gegenüber. Okay. Wo war ich? Genau. Als wir die Höhle erreichen, sehen wir uns einigen Polarbären gegenüber, die uns den Weg versperren. Im Inneren befinden sich wenige Überlebende, die nach dem anderen von der Festung bauen. Okay, also wir könnten sie natürlich jetzt angreifen, aber als unsere Speerdebären angriffen, schlossen sich die Leute in der Höhle ihnen an. Gemeinsam konnten sie die Bestien verjagen. Bedauerlicherweise erlagen die Speer ihren Verletzungen. Die Überlebenden aus der Höhle machten sich anhand einer Karte, die sie bei den Spielen gefunden haben, auf den Weg zu unserer Stadt. Ein Tag brauchen die? Oh Gott. Wie sieht es denn aus? Da haben wir jetzt zu wenig. Jetzt haben wir hier genug. Holz produzieren wir ja nichts. Aber haben wir jetzt auch ein bisschen was. Nahrungsmäßig sieht es jetzt noch katastrophal aus. Und wegen Krankheit ist es noch immer ein bisschen. Ist noch zu kalt. Okay, da brauchen wir jetzt aber viel mehr Kohle. Acht Stück, okay. Achso, da brauchen wir Ingenieure dazu. Sorry. Ich überzeuge die Einwohner wieder, ihr Vertrauen zu steigern, alles abzuschenken. Hilfe! Steigt. So.
Die Hoffnung steigt ein bisschen. Die kommen noch an. Wir haben hier die Wachtürme, das freut die natürlich auch ein bisschen. Kaltes Zuhause, schlechte Gesundheitswissen, kalter Arbeitsplatz. Das ist zu kühl. Heizung ist an. Zu viele Anhänger. Aber ich krieg die ja nicht weg. Da haben wir 238, 240. Reicht. Brauchen wir mehr Kohle hier. Wo sehen hier das Lager? Also wie viel hier noch übrig ist? 508, Adam. Überlebende erreichen die Stadt. Huh. 25 obdachlos? Achso, ja stimmt, weil die Überlebenden hier kommen. So, wir überleben jetzt in da, London und unsere Musik bringt nicht aus. Hä? Die sind ja da. Eine Menschenmenge lauscht in London und den M oder unter den blablabla. Ich hab doch Wachtürme. Passiv-Effekte, mehr als die Hälfte unserer Einwohner wohnen in der Nähe von Wachtürmen. Einwohner sind hoffnungsvoller, wenn ihre Nachbarn für Sicherheit und Ordnung sorgen. Hm. Wir haben jetzt da mehr Leute. Schicken wir alle hierher. Da brauchen wir hier mal alle. Essensmäßig können wir einmal einschalten. Forschen. Noch funktionstüchtig. Wir hielten am Rand einer tiefen, breiten Schlucht an und bestaunten die Stahlbrücke, die darüber hinwegführt. Und den Automaton, der auf ihr Schnee schiebte, um die Route frei zu halten. Wir hatten die Wahl, in diesen entweder zurück zu unserer Stadt zu schicken oder ihn für Rohstoffe auseinanderzunehmen. Wird unsere Stadt von allen sicher erreichen? Von allein sicher erreichen? Oder auseinandernehmen? Nein, ich keine Ahnung, was der bringt, aber wir haben einen Automaton unprogrammiert auf unseren Weg geschickt. Während der weit entfernten Schon lagert sich die. Okay. Was ist unsere? Den könnte man ja. Großer Konvoi. Klingt vielversprechend. Verlassene Brücke. Die Entdeckung der Brücke nach Winterheim hat bewiesen, dass wir auf der richtigen Spur sind. Aber auch Fragen aufgerufen. Warum war die Brücke verlassen? Warum stand der Automaton nicht unter Aufsicht eines Ingenieurs? Es gibt sicherlich für alles eine logische Erklärung, aber die Leute bekommen Angst. Hm.
16 Ingenieure und 8 Arbeiter noch übrig. Den wollen wir ja ausnutzen. Das ist eine Sanitätsstation, da schicken wir alle hin. Das ist eh okay. Wir kriegen einmal genug Kohle, das ist schon mal gut. Die Sache ist halt wirklich Essen und Krankenstationen. Warum so viel? Wieso? Weil die Arbeitsplätze so kalt sind, oder? Darum wahrscheinlich. Kalt. Wir müssen die Arbeitsplätze ein bisschen besser erwärmen. Das passt ja hier in der Nähe. Ist das Risiko sehr gering? Passt ja nicht mehr hierher. Ja. Rohstoffdepot. Technologie. Können wir hier noch einen Wachturm hinstellen? Das sind ja eigentlich alle alle sind ja dann überwacht. Ich brauche mehr Zufriedenheit. Und das Entfernen ignoriert es. Nahrung, Speisehaus. Tier, Pflegeheim, 24. Die restlichen haben alle so viel. Also ich meine. Warum sind die alle so krank? So. Sonderliche Sanitätsstation. Generator fährt herunter, wieso? Hilfe! Boah, ist das schwierig, das Spiel? Wieso fährt der Generator runter? Wir haben doch genug. Kann man gleich die Heizung auch einschalten. Geil. Warum ist überall die Heizung ausgewiesen? Deswegen.
Generator reicht dann immer. Was ist jetzt? Deine Zeit ist gekommen. Ah, schade. Ja, komm. So. Gut, das war mal wieder eine weitere Runde. Wir werden besser. Wir werden besser. Aber das Spiel ist ja wirklich... Es ist ja auch ein sehr, sehr schwieriges Spiel. Ich werde mal im Internet jetzt nachschauen nach Tipps und Tricks. Wir sehen uns dann bei einer neuen Folge. Also eine neue Folge ist, wenn da eh wieder ein oder zwei Folgen gewesen sein. Oder drei Folgen, je nachdem wie ich schneide. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge auf jeden Fall wieder mit einem neuen Zuhause. Versuch Nummer 3. Alle guten Dinge sind ja 3. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Dankeschön, euer Gottvergerner. Tschüss.